Hallo, heute werden wir den Einstieg in Excel machen. Dazu werde ich Excel jetzt gleich mal öffnen. So, hier haben wir schon Excel. Ich werde heute mal den Einstieg machen und dann werden wir mal schauen, was im nächsten Video so kommt. Heute mal nur die Erklärung, wie das Programm aufgebaut ist, was man theoretisch machen kann, wie man Dateien erstellt und so. Also wenn du das alles schon weißt, dann kannst du das Video eigentlich überspringen und im nächsten Teil springen. Und für die anderen fange ich jetzt an. Also, wir haben hier jetzt mal die Startseite von Excel, wenn wir da reinkommen. Oben das Öffnen, Schließen, bla bla bla. Dann Fragezeichen, dann Verbesserung, dann der Login, also der Name mit dem Microsoft-Konto, was man angemeldet ist. Dann haben wir hier schon mal Vorschläge für Dateien, die was wir erstellen können. Gibt es noch weitere? Da springen wir hier gleich zu dem Punkt Neu. Und hier können wir theoretisch Dateien, die was jemand schon erstellt hat, nochmal benutzen bzw. personalisieren für uns. Zum Beispiel Einkaufsliste oder persönlicher Monatsplaner. Ja. Oder wir gehen hier auf Öffnen, dann können wir aus unserer Festplatte, aus der Cloud oder wo auch immer Daten beziehen. Oder hier Daten öffnen, die was ich jetzt schon mal benutzt habe. Diese PC oder Orte hinzufügen. Oder durchsuchen. Dann haben wir hier noch Konto, welchen Konto ich jetzt angemeldet bin, E-Mail-Adresse und so, Feedback ist wieder oben, dann Optionen, darauf werde ich jetzt nicht so eingehen, das ist ein extra Video, wo man könnte mal die Optionen anschauen. So, wir können jetzt wieder zurück, so, und dann starten. So, wenn wir jetzt wieder hier sind, dann haben wir ja schon gesagt, dass wir hier Daten öffnen können, hier neue erstellen und hier ist der Start. Also hier können wir direkt den Start noch anheften, indem wir einfach hier drauf gehen und mal auf diese Pinnnadel klicken. Ich klicke jetzt einfach mal drauf. Dann ist die hier angepinnt, dann kann ich die hier jedes Mal anschauen. Hier sind aber nur angepinnte, wenn ich jetzt wieder die Pinnnadel weggehe, dann verschwindet die. Dann kann theoretisch können Leute Daten mit mir teilen. Das ist einfach so, die schicken mir einen Link oder eine Einladung, dass hey, kannst du mal das und das anschauen? Wie würdest du das machen oder so? Dann könnte ich das hier anschauen oder auch online. So, wenn wir das Ganze jetzt mal angeschaut haben, dann ist das theoretisch die erste Seite, wo ich Daten, also Dateien erstellen kann oder mir erstellte Dateien öffnen kann, die was ich vorher erstellt habe, oder Dateien benutzen kann, die was jemand anderer schon gebaut hat. So, ich werde jetzt meine leere Excel-Datei öffnen. Das ist hier die leere Arbeitsmappe. Ich gehe mal drauf. Und dann sind wir in dem Fenster hier. So, was hat sich geändert? Erstens haben wir hier mal hier oben diesen Balken. Und unten haben wir auch diesen Balken. So, was können wir hier jetzt machen? Fangen wir mal oben links an. Hier kann ich theoretisch, weil ich mit meiner Microsoft Cloud verbunden bin, meine Datei theoretisch in der Cloud speichern, was ich auch mache. Dann hier habe ich das Speichersymbol, hier habe ich dann rückgängig machen, was theoretisch auch mit StrengZ könnte. Dann hier könnte ich gleich drucken, hier kann ich mir noch mehr Felder rausholen, die was hier benutzen kann, mache ich aber nicht jetzt. Hier habe ich dann theoretisch den Namen meiner Excel-Datei, wie die heißt. Die ist jetzt momentan standardmäßig, heißt die immer Mappe 1. Außer es gibt eine Mappe schon, also eine Mappe 1 in der Datei. Da wird sie Mappe 2, Mappe 3 und das geht immer so weiter. Dann haben wir das Programm hier stehen, also Excel. Dann haben wir hier noch eine Suchfunktion. Und hier ist ganz praktisch, kann ich alle Einstellungen, die was ich hier unten in diesem Balken habe, komme ich nachher nochmal dazu, suchen. Und theoretisch, wenn ich jetzt die Funktion für Summe auf die Schnelle nicht finde, kann ich hier einfach eingeben, Summe, und dann wird mir hier schon vorgeschlagen, du suchst die Summe, kann ich draufklicken und hab's. So, was habe ich hier wieder? Das ist gleich geblieben hier rechts, Nutzername, wieder Feedback und größer, kleiner. Hier könnte ich theoretisch noch das Menüband anpassen, also hier das ausblendet. Was hier meistens das Problem ist, dass wenn ich es ausblende, dass die meisten Nutzer es nicht mehr finden. Hier kann ich es in Tabs anzeigen, also dass ich hier draufklicken kann und es trotzdem verschwindet, wenn ich weiterarbeite. So, wie
Wir bekommen es jetzt theoretisch wieder, weil das Symbol hier, also bleibt doch. Entweder ich klicke hier auf das letzte, Anzeige von Registerkarten und Comments, oder wenn ich das Problem noch habe, dann klicke ich hier drauf. Und dann habe ich hier rechts wieder die Pinnadel, ist egal wo ich hier bin, die Pinnadel ist immer. Dann klicke ich hier drauf und ich habe das Fenster wieder. So, was ist das Fenster hier? Also ich habe hier mehrere Register. Register sind diese Fenster hier, wo ich zwischendrin hin und her springen kann. Das erste ist mal Datei. Da komme ich hier hin, da kann ich Startseite, neue öffnen und also das ist quasi wieder die Startseite von vorher, nur dass ich mehr Funktionen habe in der Datei. Also ich kann speichern, drucken, exportieren, veröffentlichen und neue Daten erstellen. Ich schließe das wieder. Das wird sich geschlossen. Die Einstellungen. So, wenn ich hier jetzt bin, da habe ich erstens wieder Register Start. Dann habe ich hier noch Unterkategorien. Also zwischen ablagern, Schriftart, Ausrichtung, Zahl, Formatvorlage, Zeilen, Bearbeiten und Analyse. Und das sind, also wenn man zum Beispiel sagt, einfügen Tabellen, dann bin ich hier bei Einfügen im Register Tabellen und dann kann ich hier zum Beispiel Tabelle oder Pivot-Tabellen beispielhaft jetzt einfügen. Und diese Register kann man einfach mal durchgehen. Und hier zum Beispiel Entwicklertools sind standardmäßig ausgeschaltet, die hat nicht jeder. Wie kann ich jetzt Registerkarten, die was ich jetzt nicht habe oder nicht haben möchte, ein- und aus einblenden oder ausblenden? Ich klicke hier rechts auf die Registerkarten und dann gehe ich auf Menü. Kann ich hier auf normalerweise auf Menü anpassen? Okay. Denke ich mal, muss ich abspeichern. Ich speichere es jetzt einfach hier mal kurz ab. Dann kann ich auf Menü anpassen gehen. Und dann bin ich hier in den Einstellungen und kann hier theoretisch jetzt Entwicklertools einfach mal. Hier kann ich mal nicht. Und hier kann ich es wieder ein und aus schalten. So, ich könnte das auch anders. Also in der Schule habe ich es anders gelernt. Theoretisch dann um den Weg, der was komplizierter ist. Hier Einstellungen, dann Menü anpassen, dann erst hier bei Entwicklertools den Haken setzen. Ist wesentlich komplizierter, keine Ahnung, wer das wieder erfunden hat, aber mit Rechtsklick hier oben und anpassen bist du gleich dort, wo du sein sollst und kannst hier deine Registerkarten anpassen und Funktionen einfügen oder eigene Registerkarten bzw. Gruppen erstellen, was auch sehr praktisch ist. So, jetzt haben wir hier oben das schon mal. Also ich werde auf das Ganze nochmal separat eingehen. So, jetzt haben wir hier noch die Kommentarfunktion. Da könnte ich theoretisch jetzt, wenn ich hier irgendwo drinnen bin, Kommentare schreiben und mir die hier anzeigen lassen. Vorher habe ich schon gesagt, dass ich Dateien teilen kann. Das mache ich hier. Dann kommt hier freigeben, bla bla bla, lädt. So, hat leider nicht geklappt. Aber normalerweise steht hier dann, hast du die Möglichkeit, dass du es per Outlook schickst, also per Mail. Oder hier zum Beispiel Namen, was man kurz gesehen hat. Namen oder per Mail oder was auch immer, per Link schicken kann. So, dann sind wir hier. Hier haben wir theoretisch, hier habe ich immer, ich wähle mal das da unten, weil das eigentlich mit dem zusammenhängt. Also ich habe hier mal Spalten und Zellen. Spalten sind A, B, C, bla 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 bla. Bis halt hinten fängt es wieder von neu an. Und dann habe ich die Zeilen. Die gehen dann bis wie viel die gehen. Also, wie weit geht das? Ja, müsste mal scrollen. Will ich jetzt aber nicht. Ja, das ist hier der Unterschied. Also ich habe hier Spalten und Zeilen und diese Kästchen sind Zellen. Also Zellen, ich kann jetzt sagen, ich will jetzt die Zelle B5. Das wäre jetzt die, was ich hier schon angeklickt habe. Und wenn ich jetzt ein Feld suchen möchte, beziehungsweise jetzt nicht jedes Mal sagen möchte, ich will jetzt S25, keine Ahnung, dann müsste ich hier den Pfeiltasten hin und her suchen. Das will ich aber nicht. Dann klicke ich
ich einfach hier hin, sage, ich sage jetzt einfach mal L20, gebe ich an L20 und springe in die Zelle. Also praktischer, wenn man zwischen Zellen hin und her springen möchte und die nicht suchen möchte. So, dann hier kann ich das nochmal verschieben. Ist mir eigentlich so klar. Hier kann ich dann Funktionen ein und aus. Also der Funktionsmanager, also eigentlich sehr praktisch. Darauf werde ich in einem separaten Video eingehen, wenn ich Funktionen erkläre. Aber vorneweg, es ist einfach eine Hilfe, weil wenn man hier Funktionen eingibt, die was, keine Ahnung, so lange sind und man dann keine Übersicht mehr hat, dass eigentlich die Zeile schon so voll ist und man so viele Abfragen hat, da kann dieser Manager einfach helfen, weil er einfach übersichtlicher ist und einfach Daten einfach nochmal kürzt bzw. in Funktionen zusammenfasst und ich jede einzelne Funktion mir dann anschauen kann und ich sehe auch schon in Echtzeit, welche Ausgabe bzw. bei einer Wenn-Funktion zum Beispiel ist 5 gleich 5, da steht unten, ja, ist wahr. Also ich sehe schon, was theoretisch die Funktion ausgeben würde. So, dann habe ich hier noch diese komische Zeile hier, für was die eigentlich ist. Kann ich hier größer und kleiner machen. Die entspricht eigentlich, wenn ich hier zum Beispiel, wenn ich in eine Zelle klicke, dann kann ich einfach mal Zahlen eingeben oder einfach mal Buchstaben eingeben. Und ich sehe schon, in Echtzeit hier oben auch was passiert. Ich sehe genau exakt das gleiche wie hier unten, was ich hier eingegeben habe. Warum macht man das? Weil wenn ich hier zum Beispiel jetzt eine Zelle habe, ich gebe hier ein, geht das darüber. Und wenn ich jetzt in die Zeile, also jetzt in M9 gehe, muss ich rausgehen, M9, und hier was eingebe, überschreibt er das. Will ich jetzt aber das Ganze sehen, also irgendeinen Fehler ausbessern, kann ich hier mir alles anschauen. Theoretisch könnte ich jetzt zum Beispiel, bla, ich habe hier eine Zahl vergessen, könnte ich jetzt eingeben. Und deswegen ist es praktischer, wenn ich die Zeile hier oben nutze, weil wenn ich mehrere Zellen nebeneinander habe, dann ist es einfach unübersichtlich und hier oben kann ich einfach längere Funktionen auch besser anschauen. So, was kann ich jetzt theoretisch noch machen? Ich könnte hier hingehen, mit diesem Kästchen hier oben, könnte ich einfach alles markieren und dann einfach mit diesem, wenn ich hier zwischen den Spalten reingehe, dann kriege ich dieses Symbol, also der Cursor ändert sich, wenn ich dann einen Doppelklick drauf mache, dann sehe ich, hat sich die Zeile genauso angepasst, so groß wie der Text ist. Also die Länge des Textes ist ausschlaggebend für die Breite der Spalte. Das ist auch bei Zeilen, also wenn ich jetzt hier 3 Zeilen eingebe und hier immer was eingebe, dann macht das automatisch, aber bei Spalten macht das nicht automatisch. So, was kann ich jetzt noch machen? Ich lösche das wieder. So, jetzt kann ich sagen, ich kann hier markieren, also ich kann hier, wenn ich da drauf klicke, Spalten markieren und hier Zellen markieren. Und mit gedrückter String-Taste kann ich beides machen. So, und wenn ich alles markieren möchte, wie gesagt, hier oben mit diesem Dreieck Richtung der Zellen hier. So, jetzt habe ich hier noch, ich fange hier wieder rechts unten an. Hier kann ich, wenn die Datei größer ist, hin und her navigieren, also links und rechts. Dann kann ich hier mit dem nach oben und nach unten. Gibt aber noch ein paar Tricks, die ich in separaten Videos erklären werde, weil ich eigentlich nicht immer die Maus benutzen möchte. Dann habe ich hier noch den Größer-Kleiner-Regler. Wenn ich hier auf das Prozent klicke, dann komme ich hier hin. Kann ich benutzerdefinierte Prozentsätze angeben. Dann kann ich jetzt, sage ich einfach wieder 100. So, dann habe ich hier noch, hier habe ich den Entwurfsmodus, also wenn ich hier was eingebe, da wird erst das aus Text definiert, das heißt, überall wo jetzt grau ist, ist kein Text, ist keine Eingabe und deswegen wird es ausgegraut. Jetzt kann ich hier, also Umbruchvorschau, dann kann ich hier noch auf Seitenlayout gehen. Das ist theoretisch praktisch, wenn ich Rechnungen schreibe, also mir mit Excel automatisch Rechnungen schreiben lasse und die dann gleich drucken möchte, weil ich in der normalen Ansicht, also hier, nicht die Möglichkeit habe,
auf Kopf- und Fußzeilen zuzugreifen. Könnt ihr theoretisch bei Einfügen Kopf- und Fußzeile, dann ändert er mir automatisch in die Seitenansicht. Aber es ist halt praktischer, es einfach in dieser Ansicht anzuschauen. Jetzt muss ich hier wieder zurück. Hier. Dann kann ich mir das hier nochmal anschauen. Dann habe ich hier die Anzeigeeinstellungen. Diese Anzeigeeinstellungen, die sind nicht bei jedem freigeschalten. Warum sind die nicht freigeschalten? Ich habe jetzt bei meinem Laptop einen 32 Zoll 4K-Monitor noch separat angesteckt. Wenn ich hier draufklicke, dann fragt er mich, ob ich Excel für einen anderen Bildschirmauflösung optimieren möchte. Das heißt, theoretisch, ich bin jetzt auf meinem Laptop ein Full HD, also 80 mal bla bla bla, ist jetzt unwichtig. Monitor, und wenn ich jetzt auf meinen 32 Zoll Monitor wechseln möchte, er fragte mich, ja, also 32 Zoll Monitor wechseln möchte, ob er jetzt neu berechnen soll, wie Excel jetzt ausschauen soll, dass nichts verschwommen ist. Nutze ich eigentlich gerne, weil es manchmal wirklich, wirklich verschwommen ist. Also die Funktion habt ihr nicht, wenn ihr jetzt keinen externen Monitor, der was größer ist als euer Standard-Laptop-Monitor ist. Dann habe ich hier noch Tabelle 1. Die kann ich jetzt einfach per Doppelklick einfach mal draufklicken und jetzt na, zum Beispiel sagen Einkauf. So, jetzt habe ich das umbenannt. Dann kann ich Enter klicken oder einfach rausklicken. Dann habe ich hier eigentlich ein Tabellenblatt. Dann kann ich hier auf Plus, kann ich ein neues Blatt erzeugen und hier zum Beispiel Ausgaben schreiben. Und ja, wenn ich das gemacht habe, kann ich hier zwischen den Zahlen hin und her springen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Ich kann jetzt, wenn ich drucke, dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich mache hier im Einkauf, mache ich, also bei meinen Ausgaben, rechne ich aus, wie viel ich jetzt eingekauft habe. Also hier habe ich meine Einkäufe von der Buchhaltung zum Beispiel bekommen. Ich habe jetzt 5 Stück von dem und dem eingekauft, dem Preis. Und hier fasse ich das Ganze jetzt per zum Beispiel, ich kaufe jetzt bei Müller ein und hier im Einkauf habe ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, 5 DVDs gekauft, dann noch 2 PlayStation oder was. Und hier fasse ich einfach zusammen Müller und sage dann hier, wie viel ich ausgegeben habe bei Müller. So, das sind einfach Registerblätter, da kann ich auch hin und her springen, kann auch verbinden. Das zeige ich aber in einem separaten Video für Tellenbezüge. Dann gibt es hier noch die Funktion, Makros zu benutzen. Da kann ich einfach hier draufklicken, dann kommt ein neues Fenster. Makros sind wieder ganz was anderes. Also Makros sind quasi eigene Funktionen, die man sie mir programmieren kann. Zum Beispiel, was habe ich mal gemacht? Ich habe eine Datei gemacht, wo ich sage, ich habe jetzt Termine und die Termine gebe ich in Excel ein und sage dann Excel, ja, ich gebe den Namen ein, den Termin, die Länge. Du trägst mir es gleichzeitig in meinen Kalender ein und gleichzeitig schickst du den Kunden, mit dem ich das Gespräch habe, also das Meeting, einem Erinnerungsmail, dass dieses Meeting jetzt fix ist. Das kann ich hier machen. Dann müsste ich hier theoretisch das noch aufrufen und dann Beschreibung und so. Aber das ist wieder ein separates Thema. Hier kann ich dann noch Barrierefreiheit. Also das ist wieder, dass alles optimal ist. Ja, und das war es eigentlich mit dem Einstieg hier in Excel. Es war einfach wirklich mal nur der Einstieg. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Im nächsten Video werde ich dann erklären, was die Wenn-Funktion ist und dann im übernächsten Video, was Variablen sind oder umgekehrt, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!